Mein Gott, voll der Revolver. Das müsste alles sein. Gut, gut. Ich will ihn nicht länger aufhalten. Denk dran, Pauli von mir zu grüßen, ja? Klar, danke. Ey, ich will Thompson haben, Mann. Penner. Aber es erinnert mich gerade jetzt sehr an Mafia 2, weil ich glaube, da gab es auch einen Waffenhändler. Oder halt auch so hier so einen Schuppen. Keine Ahnung. Ich glaube, der Typ, der sah dem Typen ziemlich ähnlich, also relativ ähnlich. Und ich meine, der hat auch nur einen Arm oder der hat ein Auge verloren oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, Christoph, ja, wer anders kann mir sonst helfen, ne? Hier ist Lucas Bertone. Ja, gut, komm. Gucken wir da drauf, da hinten auf die Straße, da vorne, ne? Ich hoffe es. Jo, sehr schön. Ich wusste jetzt nicht, ob da eine Mauer ist oder so, oder ein Zaun, wo man, der undurchdringbar ist. Scheiße. Ich hab gedacht, wir kommen da. Verdammte Kacke. Ja, wobei, so kommen wir auch dahin. Ach ja. Ich habe wirklich Angst vor der Mission. Ich will auch wirklich versuchen, so wenig Energiepunkte wie möglich zu verlieren. Also am besten keine Unfälle bauen oder sonst irgendwas, Dennis, ne? Weiß ich Bescheid. Ja, ich spreche auch gerne von mir in der dritten Person, das wissen die meisten Leute schon. Dann fahren wir hier rein. Wow! Okay. Wie gesagt, ich will keine Energie verlieren. Deswegen habe ich euch gerade angeschrieben. So ein bisschen. Tut mir leid. Nichts gegen euch. Lukas, bei dem war ich ja schon lange nicht mehr. Ich hasse deinen. Ich vergesse das immer wieder, dass man da nicht langkommt. Das finde ich aber total dämlich, dass da einfach so eine Mauer ist oder. Ich weiß nicht, was das sein soll. Gut, fahren wir halt den offiziellen Weg. Ich fahre immer so gerne da rum und dann direkt mit der Lenkung hier rein. So, willst du mir den Grünen jetzt andrehen oder muss ich jetzt noch irgendwo einen holen? Irgendeinen Wagen? Hallo, Lukas. Hey, Lukas. Ich brauche dringend ein verdammt gutes Auto. Wow, kaum zu glauben. Ich wollte dich gerade anrufen. Du kannst mir auch einen gefallen. Der ist aber auch das Auto wert, das ich für dich habe. Was brauchst du? Ich habe einem Typen eine Lieferung versprochen und kann ich aus dem Laden weg. Kannst du das machen? Gut, Lieferungen sind was Neues für mich. Sorg dafür, dass dem Kerl nichts passiert, bevor er die Lieferung empfängt. Er muss sie weiterleiten und wenn ihm etwas zustößt, platzt der ganze Deal. Und warum sollte ihm was zustoßen? Ja, na, du weißt schon. Wäre ja möglich. Und wo finde ich den Kerl? Er wohnt unter der Hebebrücke in Richtung Downtown. Sein Name ist Dick. Sorg dafür, dass dir niemand folgt, wenn du es ablieferst. Hier ist es. Gut, bring das Paket zu Big Dick. Was, Big Dick? Ich hab Vic verstanden. Big Dick, ey, was ist denn für ein Spitzname? Haben die Frau ihn gegeben oder was? Ach, Mann. Das Spiel hat doch noch mal ein bisschen pervers. Es wirkt ja immer so seriös und so, aber naja. Oh nein, an die Nebenmission erinnere ich mich auch noch, glaube ich, an Christophs Let's Play. Wie sag ich mal, an bei Christophs Let's Play. Auf jeden Fall wird er, glaube ich, gleich wieder ein bisschen geballert. Ich möchte keine Energie verlieren, ey. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Ich schätze mal, ich hätte da rechts auch lang kommen können. Aber ich fahre lieber über die Straßen, ausnahmsweise mal. So, Big Dick, ey. Ich hoffe mal, du machst deinen Namen nicht alle Ehre, ey. War ich bei dieser Brücke, wo ich jetzt hinfahren muss, eigentlich schon mal in die Hebebrücke oder so, weil die war noch nie oben. Ich meine, bei der PC-Version kann die auch irgendwie hochfahren oder so, ne? Ach komm, ey. Was hat denn jetzt? Ich hab die doch kaum berührt, verdammt. Ja, komm, hier, Polizei, hört auf mich zu suchen, bitte. Komm ich jetzt hier runter? Das würde mich mal interessieren. Ach, nö. Was soll der Scheiß? Okay, ah, hier ist eine Rampe. Finde ich gut. Da vorne ist eine Polizeistreife, oh mein Gott. Könnte ich schön mal verpissen. So, das ist Big. Bist du Big Dick? Bist du gerade auf deinen Dick oder was? Na gut, komm. Heißt du Dick? Ja, mein Name ist Big Dick.
Alles klar. Ich habe ein Paket von Lukas, Dick. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht, nein. Eine Polizei sucht mich. Ja, und wer sind dann diese Typen? Scheiße! Also, dann zeig mal, was du kannst. Du auch, Big Dick. Okay, gut. Dann müssen wir mal schauen, hier ist irgendwie... So, okay, du weißt, was schon mal platt. Ey, Big Dick, hör auf, hier im Weg. Mann, dödeln hier. Was war's? Okay. Das ist noch so viel Zeit, die ich mal abknallen muss. Ah, stimmt, ich euch eben weg. Wieso neben so? Achso, der ist tot. Was soll denn der Scheiß jetzt, Mann? So kacke. Aber jetzt habe ich einfach nur Energie verloren und kein Wagen. Och, Mann. Was ist denn für ein Scheiß hier? Komm. Ich bin hier tot. Neuer Versuch, komm. Ich meine, zum Glück war der Weg jetzt zum Big Dick nicht so weit, aber. Oh, das muss doch nicht sein. Hat der gerade. Ja, doch, der hat gerade gespeichert, genau. Gut. Da muss ich nur zum Big Dick fahren und nicht vorher noch da irgendwie irgendeinen anderen Scheiß machen. Gut. Wenigstens steht mein Wagen noch hier. Das ist ja schon mal viel wert. Und nochmal zum Big Dick. So, wo war der? Unten. Jetzt versuchen wir den einen Weg da zu fahren, den ich schon vorher fahren wollte. Nämlich entlang des Sees quasi. Was eigentlich eine Fußgängerzone ist. So, ich werde da einfach mal durchschuben. Ich will doch mal langfahren. Ah! Ach, tut mir das leid. Jetzt habe ich wieder 5 Energiepunkte verloren, verdammte Kacke. Irgend so ein Rand. Das wäre eigentlich so relativ sinnvoll, wenn ich nicht da unten lang führe, oder? Hallo Polizei, schön, dass es dir egal ist, dass ich hier lang fahre. Gut. Hauptsache, aber. Uah! Entschuldige. Aber weh, ich fahre zu schnell. Ich finde es aber auch wirklich lustig, dass sie einfach mal in mich immer hineinfallen. So, ich benutze mal das Auto so ein bisschen als Schutzwall. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So als Deckung. Ich will meine Knarre lieber noch nicht zücken. Heißt du Dick? Klar, komm. Ja, ich, wieso kann ich das nicht einfach mal überspringen? Ich will jetzt schon gerne meine Knarre ziehen. Alles klar. Ich habe ein Paket von Lukas, Dick. Bla 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 bla. Ist dir jemand gefolgt? Scheiße. Ich versuch Sachen über den Start wegzudrücken, das funktioniert aber nicht so ganz. Ja, und wer sind dann diese Typen? Scheiße! Also, dann zeig mal, was du kannst. Du auch, Big Dick. Na komm. Guck mal, die anderen Knarre. Wow! Alter, was war das denn? Warum ist mein Auto explodiert? Okay, ich komme nicht mehr zurück. Ich bin ja doch klar zu Fuß, aber. Warum verschwindet das Wrack? Das ist wie scheiße. Jetzt habe ich gar keine Deckung mehr. So. Jetzt da hinten noch. Der Polizist. Ist das ein Polizist? Ich hoffe es. Also was heißt, ich hoffe es. So, okay. Was ist jetzt? Big Dick. Wo kommt noch mehr? Hey, du bist besser als du aussiehst. Aber auch. Wie meinst du das? Ach egal. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Also, gut. Dann grüß Lukas von mir. Gut, dann lasse ich dich hier mal nach. Einen Schuss gleich verschwenden. Ich habe noch so viele schöne Waffen. Die Revolver habe ich noch. Hätte von denen jemand mal einen Thompson haben können, dann wäre mal ganz angenehm. Gut, ich kann meine Energie aufladen, weil... Joxy, warst du das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand habe ich darauf hingewiesen, dass bei Lukas Bertone der Verbandskasten ist. Allerdings habe ich den danach noch... Ich laufe gerade umweg. Ich habe ihn dann auch noch selbstständig gefunden. Rein zufällig, um ehrlich zu sein, weil er sieht überhaupt nicht für mich nach dem Verbandskasten aus. Ja. Und den will ich gleich erstmal schön missbrauchen. Wenn wir dann irgendwann mal ankommen würden. Oh mein Gott. Es dauert ja 50 Jahre, bis wir da sind. Wisst ihr was, Leute? Ich schneide dann eben raus, wie ich da hinlaufe, weil. Das hat, glaube ich, keinen Nährwert. Wobei, kann ich noch jemand erzählen? Ja, ich hatte heute Geburtstag, ne, hab ich ja schon erwähnt. Ich wurde 25 Jahre alt, ja, ein Vierteljahrhundert. Ab heute bin ich zu alt für Sachen, ja, zum Beispiel beim Beruf, also bei meiner Arbeit. Ich bin ja JAV-Vertreter und eigentlich auch Vorsitzender, also Jugend- und Außenbildungsvertretung, bla bla bla. Und ja, ich kann nicht wiedergewählt werden, weil ich jetzt zu alt bin. Also ich kann meine Amtszeit noch auslaufen lassen. Die geht bis November 2012.
Also quasi habe ich so ein paar Monate. Und ja, dann kann ich nicht wiedergewählt werden. Ist halt so, ne? Was will man machen? Ja, was sonst noch? Ich habe natürlich auch Geschenke bekommen. Ich habe mir einen Drucker gewünscht, weil ich bisher noch keinen besessen habe. Mein Gott, ich kann überhaupt nicht sprechen. Ja, den habe ich bekommen. Was mich natürlich sehr freut. Ich habe jetzt mal schon ein paar Kamera und so ausgedruckt. Der ist wirklich gut, muss ich sagen. Dann habe ich von meiner Freundin noch bekommen die God of War Collection 2. Da sind so die PSP-Teile drauf für die PlayStation 3. Mit Trophäen und all so ein Scheiß. Dann noch von ihr eine God of War Action-Figur. Ja. Bevor ich nichts wusste, finde ich ganz cool. Weil ich habe früher leidenschaftlich gern Figuren gesammelt. Also so Action-Figuren, gerade so Spawn-Figuren und sowas. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Also in der Regel von Todd McFarlane-Figuren. Auch wenn wir schon mal dabei sind, Spawn-Comics habe ich auch für mein Leben gern gesammelt. Wirklich. Das Lustige ist, vor ein paar Tagen habe ich wieder ein paar ausgegraben. So, weil meine Freundin, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Julia, hilf mir. Jedenfalls habe ich da ein paar Comics ausgegraben. Ja, und ich habe wieder angefangen, sie zu lesen. Mir fehlen noch ein paar, was heißt ein paar? So bis 2003 habe ich die gesammelt oder so. 2003 könnte sogar hinkommen. Und die ersten vier Stück haben mir gefehlt. Jo. Erstmal wieder heilen. Da sind wir auch schon wieder. Ja, und ich gucke mal, dass ich jetzt vielleicht so die ersten paar Comics dieser Serie mir jetzt auch mal so im Nachhinein wieder kaufe. So, Lukas. Mein Gott, Lukas. Das war knapp. Was ist passiert? Sobald ich ankam, haben sich diese Typen auf uns gestürzt. Ist Dick okay? Hast du ihm das Paket gegeben? Ja, kein Problem. Wir haben die Typen abserviert und dann hat er es mitgenommen. Ach, zum Glück. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe ein Präsent für dich. Ein amerikanisches Auto eines deutschen Herstellers. Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Na, das Risiko hat sich gelohnt. Wo kann ich es finden? Ich habe gestern gehört, wie ein Kunde sagte, er fahre um diese Zeit immer von der Oakwood Junior High School zu einem Treffen irgendwo auf Central Island. Folge ihm. Und wenn er parkt, nimmst du dir das Auto. Das Schloss ist dein Problem. Aber natürlich kriegst du das ohne Probleme hin. Danke, Lukas. Ich bin gespannt. So, nächster Speicherpunkt ist natürlich sehr schön. Trautenberg Model J. Oh, der ist gut, echt. Den habe ich im Rennmodus schon geliebt. Abgöttisch. Wie viel Sprit habe ich denn noch? Reicht das denn aus? Boah, sollte eigentlich reichen. Ich bin ja jetzt ein geimpftes Kind, kann man sagen, in Bezug auf Sprit. Als ich das einmal bei der Verfolgung da einfach nur stehen geblieben bin und mich gewundert habe, was ist jetzt kaputt? Ja, was soll's. Gut, dann wählen wir mal den. War ich schon über 60? Ich glaub's ja nicht. Wie der Wagen heizt, scheinbar. Ich muss gleich auf jeden Fall, wenn ich den Wagen klaue, dran denken, das Tempomat wieder einzuschalten. Das vergesse ich ja gern schon mal. Ich verlasse mich jetzt einfach 100% auf den Kompass, mal gucken, wo er mich hinführt. Boah! Ich habe jetzt gerade auf den Kompass geguckt, der hat fast verbeilt zu lenken. Die ist schon wieder gekommen. Ah, eine Tankstelle. Kann ich eigentlich tanken? Würde mich mal interessieren. Ich hab gedacht, vielleicht geht's, aber. Ich guck hier auch nichts, ne? Okay. Ne, geht gar nichts, leider. Das wäre ein ganz gutes Feature gewesen. Nein, ich hätte nach rechts gewusst, das war doch so klar, verdammte Kacke. Scheiß Kompass, vielleicht habe ich auch zu spät auf ihn wieder drauf geguckt, nachdem ich vergessen habe zu lenken, kann natürlich auch sein. Ach, egal. Was soll's. Ist jetzt kein weiterer Weg. Muss ich dem Penner auch noch gleich folgen oder was? Ey, so ein Scheiß. Da ist das Objekt der Begierde. Das war genau der, den ich auch im Rennen. Ja doch, im Rennen sogar. Also richtig, wow. Gefahren bin.